Anyways, I don't remember changing into this. Obwohl ich immer noch sagen muss, ich mag Akeras Outfit mehr als seins. Aber seins ist auch richtig cool. Können wir mit ihm flirten? Oh mein Gott. Rieche ich da Yaoi? Rieche ich es? Rieche ich Shonai? Should I be happy about that? Ja, solltest du. Then again, it ain't as bad as yours. Did you find them? Hättest du nicht. Oh, und wie ich das tue. Quiet. Mir wurde gestern gesagt von Bloodstorm, dass es auch ein Dating-Spiel ist. Wenn ich also aussuchen darf, wen ich daten kann, dann werde ich mir das aussuchen. So what's going on? I'm completely lost, man. I told you before, when a Persona user opposes a palace's ruler and becomes a threat to them, this happens. It's to prevent you from being affected by distortions. Is this a skull? Your appearance reflects your inner self. It's the rebel that slumbers within. Not that you'll get it. Nope. Then stop asking questions and accept what you see for what it is. Easy for you to say. Wait, we're in deep s- I said to be quiet! We might have gotten away here, but we're still screwed with Kamoshida at the real school. Ich kann deinen abgemahnten Stream schon vor mir sehen. That's quite sharp of you. For being an idiot, relax. The Kamoshida in reality can't possibly know about what happens here. A shadow is the true self that is suppressed. A side of one's personality they don't want to see. So, we're okay? Did the Kamoshida in reality remember about the execution? There you have it. All right. Now that we know that, all we gotta do is... Wait. I guided you as promised. It's your turn to cooperate with me. That's why I was super nice about teaching you idiots everything. Oh. Klar will er was dafür zurückhaben. Huh? Cooperate? Don't you remember? I originally came here for an investigation. I need to erase the distortion from my body and regain my real form. That's why we must delve deep into mementos and... Whoa, hold up. What are you going on and on about? We never said anything about helping you out. Huh? Whoa, Ryu, what? Don't tell me. Are you not going to repay the hospitality I showed you? Especially you. You're going to up and leave, even though you're already part of my master plan? Nein. Ich habe nie irgendwas gesagt. Ryu ist am Babbeln. Das ist schlussendlich hoffentlich meine Entscheidung, was wir tun. Ich habe nie irgendwas versprochen. Lass mich drüber nachdenken. Was genau ist der Plan? Ich liebe es, dass es immer eine Option gibt, dass ich da sitzen kann und sagen kann, ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich habe keine Ahnung. Erklärt mir alles nochmal. Ich liebe es. Lass mich drüber nachdenken. What the nerve? Is it because I'm not human? Because I'm like a cat? Is that why you're making a fool of me? Ich denk drüber nach, Bubu. Ich hab nicht gesagt nein. Thanks for everything, Cat. You got guts being a cat and all. See you around. Hey! What the hell? Oh, seriously? Why are you wrapping this up like everything's all hunky-dory? Oh, hell no! Get back here! Kelly Killer, wie kannst du sowas sagen? Welcome back. Danke. Thank God.
We're back. Yeah, I dragged you around a lot, huh? Sorry, man. I'm dead tired. How are you holding up? Ich würde sagen, mir geht's gut. Ich sehe nicht unbedingt müde aus und ich fühle mich auch nicht müde, also. Hell yeah. That's impressive. I'm exhausted even though I used to do track. But damn, if what we saw was for real, oh, this is gonna get good. I totally remember the faces of the guys Kamoshida was treating like slaves. Once we make him fess up to any physical abuse, Kamoshida will be done. Ja, aber nur wenn die Schüler mitspielen. Wenn er die irgendwie um den Finger gewickelt hat und die irgendwie erpresst oder sonst irgendwas in der Richtung. Von wegen, wenn du irgendwann mal irgendwas sagst, auf irgendeine Art und Weise, dann haben wir keine Chance. So, want to help me look for those guys or any witnesses? Na. Na. Ja. Now that's what I'm talking about. Yeah. Hey, so. Yeah. If you're thinking of laying low because you got a record, I don't think that'll help. Everyone already knows. They totally got you pegged as a criminal. Ich weiß das, danke. Kamoshida opened his damn mouth. War ja klar. Kack Sportlehrer. Warum? No one else besides a teacher could have leaked it that fast. It doesn't matter if it's a student or a club. That asshole just wrecks things he doesn't agree with. Just like he did with me. No one will take anything I say seriously. Still, those rumors about him getting physical might be real. And after seeing Kamoshida's distorted heart thing in person, there's no way I can just sit back. Ich verstehe, aber ne. Ja. I'm counting on you. Don't worry, I'm hyped about this too. Yay! Wir sind die besten Freunde, die man niemals rennen kann. Wir sind die besten Freunde, die man niemals rennen kann. Wir sind die allerbesten Freunde, die man niemals rennen kann. Wir werden uns niemals trennen. I can sense a bond of trust coming from Ryuji. Er vertraut mir! Was ein Fehler. Ich lasse ihn zurück. Wenn es um mich oder ihn geht, lasse ich ihn zurück. Acting as a phantom thief would have been more efficient alone. You could have gone about it that way. However, you did not. There are merits to having associates. That's what you decided. Ja, man sollte niemals komplett alleine kämpfen. Am I wrong? Nein. Wir sind die allerbesten Freunde, die man niemals treffen kann. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. With the birth of the chariot persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Entschuldigung, ich hab den Knopf gedrückt. Oh my! Wir werden die allerbesten Freunde überhaupt. Und ich rieche Yaoi kommen. Hell yeah. Wir sind Rang 1 Freundschaft. Mit Ryu. Ist das eine Tarotkarte? Le Chariot. Habt ihr auch BFF-Armbänder? Tatsache. Wir basteln welche. Ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass wir bei Rank 5 bei der Hälfte davon uns welche basteln. Ich bin sehr, sehr, sehr überzeugt davon. Le Chariot. Ist das eine Tarotkarte? Lass mich mal gucken. Googeln wir. Googeln. Le Chariot. Oh. Was heißt der Chariot?
Der Wagen. Le Chariot heißt der Wagen. Oh mein Gott, wir lernen Französisch. Ich hab's wahrscheinlich super falsch ausgesprochen. Ich kann kein Französisch. Meist zeigt die Karte ein reich gekleideter, gepanzerten Jüngling, der in einem Wagen sitzt, der aus Stein zu sein scheint. Gezogen wird der Wagen von einem weißen und einem schwarzen Sphinx. Das ist nicht unbedingt eine Sphinx, aber egal. Die Karte wird oft als äußere Vollendung gewertet, die sie selbst einen Menschen... Was? Sie stellt einen Menschen dar, der im Leben sicher verwurzelt ist und so den nötigen Hintergrund hat, um eine Persönlichkeit zu entfalten. Teilt man die großen Arcana in 3, 7 Reihen, so kommt der Wagen unter der Mäßigkeit und der Welt zu liegen. Dies deutet man als die 3 Ebenen der Menschen. Die Karte als das Äußere, den Körper, äußere Festigkeit, die Karte als das Geistige und die Karte als das spirituelle Seelische. In diesen Anordnungen bedeutet der Wagen auch den vollendeten Magier bzw. den vollendeten Weisen. Wisst ihr Bescheid, was die Tarotkarte bedeutet? Jüngling, weißer Monopoly-Mustache, ist klar. Vielleicht guckt er auch einfach nur traurig. Weil er hat einen verletzten Arm. Alright. Oh. Right. I haven't eaten anything since lunch. Ich auch nicht. Lass uns das Essen gehen. In einem Restaurant. Candlelight Dinner und so. It'd be weird splitting off now. So why don't we grab a bite somewhere? Ja, lass uns das tun. Yep. Just follow me. Okay. I mean, I totally gotta hear about your past. Okay. Was essen wir? Was essen wir? Was genau essen wir? Essen wir Ramen? Essen wir Udon? Was genau essen wir? Oh, ich will auch wieder Japanisch essen können. Richtiges Japanisch in Tokio. Oh Gott, wie sehr vermisse ich das. The hell, man? How much shittier can that asshole get? Ich bin immer noch am Essen. Entschuldige mal, beleidige meine Udon, du nüllst nicht. Wollen wir es mit Hamburger? Nein, Mann. Richtig geiles Sushi. Ich habe so leckere Sachen da gegessen. Omuraisse. Oh mein Gott, ich will unbedingt Omuraisse. Entschuldigung. Okay, wo war ich? Es ist nicht in der Vergangenheit. Das ist es nicht. Weil ich könnte mich immer noch drüber aufregen, dass wir so verarscht worden sind. Das heißt, es ist nicht in der Vergangenheit. Es ist immer noch tief in mir drin und rumort. Ich will ihn aber auch nicht sagen, dass er sich beruhigen soll. Ich sag, ich bin immer noch am Essen. Er soll meine Udon-Nudeln nicht beleidigen. Oh, my bad. Ja, beleidige meinen Udon nicht. Danke. So, you left your hometown and you're living here now, huh? Yep. Ah, we might be more alike than I originally thought. I don't got a record like you do. I mean, that's not the point. I guess it's how we're treated like a pain in the ass by the people around us. Like we don't belong. I did something stupid at school before too. Ja, erzähl mir davon. Das wollte ich damit erreichen, dass ich dich gefragt habe, und was hast du getan? Weil ich gehe schon davon aus, dass du nicht so wie ich vorbestraft bist. You're living now is in Yongen, right? It's rush hour on the subways. I suggest you kill some time before heading home. What the hell, man? You barely touched your food. Ist er jünger als ich? War das einfach eine Höflichkeit, weil er jünger als ich ist? Wir sind im gleichen
Wir sind in der gleichen Klasse, also müsste er eigentlich gleicher alt sein wie ich. Er könnte ein paar Monate jünger sein als ich und könnte mich deswegen bedienen wollen, aus der Tatsache heraus, wer jüngere Eltern bedienen sollen. Oder darf ich mir Hoffnung machen, dass ich Yaoi rieche? Das ist immer noch die große Frage. Rieche ich es oder nicht? Was machst du da? Just let me do it. I gotta thank you for helping me. Okay. Anyways, I got your back like you got mine from tomorrow on. As long as we do something about Kamoshida, I'm sure we'll both feel better about being at school. Nenn ihn einfach Onii-chan. Onii-chan. Warum soll ich ihn großen Bruder nennen? Und dann vor allem noch Chan hinten dran. Wenn ich ihn nur Onii-chan nenne, dann nenne ich ihn meinen super süßen, wundervollen, tollen, großen Bruder. Das passt nicht zusammen. Onii-san könnte ich ihn nennen. Das wäre logischer, weil er älter als ich ist. Also würde ich ihn wahrscheinlich eher mit San ansprechen. Aber Onii-san? Echt? Oh ne. Oh ne. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich älter bin als er. Das würde nämlich bedeuten, dass er mich bedienen muss und sowas. Wenn man zusammen am Essenstisch sitzt zum Beispiel und man, sagen wir jetzt einfach mal, wir würden alle zusammen am Essenstisch sitzen und ich wäre die Jüngste von uns allen, dann müsste ich zum Beispiel aus Höflichkeit allen Besteck hinlegen, weil ich die Jüngste bin. Deswegen, ich hoffe, dass er jünger ist als ich. Dann kann ich nämlich ein bisschen anders behandeln. Oh yeah, will meine Telefonnummer haben. Das steht tief gut. Ich kann mit ihm chatten. Riecht ihr das? Just you wait, Kamoshida. Achso, ja, stimmt. Wir haben was zu tun. We're gonna start right away tomorrow. First, let's hit up those guys that were kept as slaves. The volleyball rally's tomorrow, huh? Shit's recommended by Kamoshida. Makes me want to gag. But thanks to that, we got no classes in the afternoon, and we can walk around unnoticed. Well, I guess we can work out the details tomorrow. Come on, you gotta eat more. There's tons of ginger here. Hehehehe.